Ich habe mein ganzes Leben an einem Werk gearbeitet. Das ist mein Orgelmysterientheater. Eine neue Form von Gesamtkunstwerk. Ein Gesamtkunstwerk, das der international tätige Aktionist, Maler, Grafiker, Komponist, Philosoph und Schriftsteller Hermann Nitsch auf einen Ort konzentriert. Auf sein Schloss Prinzendorf im Weinviertel. Hier, etwa eine Stunde nördlich von Wien gelegen, hat er sein künstlerisches Universum erschaffen. Alle Leute wissen, Richard Wagner wollte ein eigenes Theater haben, weil seine Sachen damals sehr schwer aufführbar waren. Und da hat er Bayreuth gegründet und da wurde dann das erste Mal der Ring uraufgeführt. Und ich habe wirklich auch ein schwieriges Theater zu realisieren und muss eigentlich auch ein eigenes Theater aufbauen. Dass es das Schloss Prinzendorf werden sollte, mit dem Hof, der sich als idealer Spielort herausstellen würde, hat sich Hermann Nitsch bereits als Kind heftig gewünscht, als er bei Verwandtenbesuchen in Prinzendorf das Anwesen erspähte. Hier fand Nitsch genügend Platz, um ein riesiges Atelier für sein monumentales Werk zu etablieren. Der landwirtschaftliche Schüttboden wird zu einem künstlerischen. Das Herzstück ist und bleibt der Hof, in dem Nitsch den Hauptpart seines Orgien-Mysterientheaters veranstaltet. Nach zahlreichen Aktionen ist es 1998 das Opus Magnum, das große Sechstagesspiel, das Hermann Nitsch mit seiner Frau organisiert und orchestriert. Sechs Tage und Nächte lang dauert das rituelle Theater, an dem unter enormem Aufwand 500 Personen mitwirken. Nitsch möchte alle Sinne ansprechen und geht an die Grenzen. Der Geruch, die Konsistenz, der Geschmack von Blut ist ein wichtiger Teil der Aktionen. Für Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen. Je sinnlich intensiv ein Mensch empfindet, desto mehr wird der Ekel zurückgedrängt. Jene, die Angst haben vor Empfindung, die ekeln sich natürlich sehr schnell. Und wenn du dir die Weltliteratur anschaust, die ist voll von Ekelüberwindung. Schon bei Homer geht's los, bei Vergil, in der Bibel, im Levitikus, da werden immer Ausweidungen von Tieren beschrieben. Da wird der Ekel zelebriert und wird zur großen Dichtung. Ein Maler wie der Delacroix ist in Paris jeden Morgen in die Schlachthöfe gegangen, weil ihm die Schlachtung oder eher die Farben, die er bei der Schlachtung gesehen hat, das hat ihn unglaublich fasziniert. Man kann die Schlachtung eben auch ästhetisch begreifen. Und nicht nur Wissenschaftler haben das Recht, nicht mehr lebendige Körper zu öffnen und zur Beschau oder zur Erforschung zu gebrauchen. Auch die Kunst hat das Recht, zu zeigen, wie es da drinnen aussieht. Ekelüberwindung ist bei den Zusehenden gefragt und bei den Akteuren selbst. Einer von ihnen ist der Fotograf Heinz Tschibulka. Er stand der gesamten Wiener Gruppe als Modell zur Verfügung, hier passiver Akteur genannt. Er entwickelte seine ganz eigene Technik.
Der Nietzsche hat sehr viel mit einem ausgeweideten Lamm gearbeitet und mit einem menschlichen Körper. Und ich habe eben damals festgestellt, der Körper, den kann man nicht aufschneiden und aufklaffen und was reinschütten. Also das kann man an einem lebenden Körper nicht demonstrieren, aber am Lamm schon. Das Lamm wiederum kann sich nicht bewegen, das kann sich nicht umdrehen, das wird immer so aufgehängt und die Aktion dann läuft, solange es halt dann im Plan drinnen ist. Also, aber zusammen sind wir ein gutes Duo. Also das Lamm nimmt mir das ab, dass ich verletzt bin. Im Orgien-Mysterientheater geht es aber um mehr. Es geht um Verwandlung, um Ekstase. Die Ekstase will kontrolliert werden. Dazu braucht es einen Regisseur, der den Überblick bewahrt. Der Körper ist imstande, eigene Opiate zu bilden. Und die machen eben genau diese Ekstase aus. Ja? Und dann können die Leute auch über glühende Kohlen drüber gehen. Dann können die Leute auch, dann haben sie keinen Schmerz. Und genau diese Sachen zu kanalisieren, weil es dann hinterher zu einer Inkarnation kommt, ja, zu einer Katharsis, zu einer Reinigung. Mir ging es immer um eine Sprache, die sinnlich vollgepfropft war. Wenn Sie Goethe-Gedichte nehmen, da wird dann auch immer wieder geredet von Früchten, die zerquetscht werden. Also immer wieder sinnlich intensive Eindrücke werden durch die Sprache beschrieben. Und dann war meine grundsätzliche Frage, wieso erleben in dem Theater, das ich vorhabe, die Zuschauer nicht direkt die sinnliche Empfindung. Das Werk von Hermann Nitsch, und ich glaube, das ist sein wichtigster Ansatz, soll die Welt in ihrer Gesamtheit zeigen. Die Welt ist leider brutal, aber auch wunderschön. Und er zeigt uns alle Aspekte. Ja, er zeigt uns auch diesen Aspekt. Ja, den Aspekt, dass es auch Ekel gibt auf der Welt, dass es tragische Momente gibt. Und das ist alles in diesem Werk drinnen in einer Aktion. Ja, da sieht man prachtvolle Bilder, da sieht man die schönsten Blumen, da sieht man Gänse, die über eine Wiese spazieren und. Ja, also da kann man wirklich schöne Bilder mitnehmen, aber auch sehr brutale Bilder. Einige wenige Fälle, da wurden Tiere im Prinzendorf geschlachtet, die ohnehin zur Schlachtung bestimmt waren, weil ich eben den Tod in drastischer Weise in mein Theater zur Anschauung bringen wollte. Und hat auch alles zum Sechstagespiel dazu gehört. Und da waren Leute von aller Welt waren hier. Und diese Tierschützer haben das Spiel gestört durch Sirenen, durch Lärm. Und die Leute, die von auswärts gekommen sind, die haben gesagt, dass das möglich ist. Aber es war möglich. Der kann nicht 1900 Schälen, kann nicht kein Mensch mehr. Proteste kommen unter anderem von der katholischen Kirche und von Teilen der Politik. Das Sechstagespiel wird nach dem niederösterreichischen Veranstaltungsgesetz verboten. Wir wollen sicher nicht entscheiden, was Kunst ist und was nicht ist. Nur das ist in den Augen der Freiheitlichen keine Kunst. Wir lehnen das ab. Und ich darf auch sagen, wir lehnen ab, dass solche Künstler mit öffentlichen Steuergeldern überschüttet werden. Das kann nicht funktionieren. Der Herr Nitsch wird, glaube ich, nicht mit öffentlichen Steuergeldern überschüttet. Er wollte eigentlich Eintrittsgeld verlangen. Das haben sie ihm verboten. Auch die Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot, die nach eigenen Angaben das Werk Nietzschs nicht kennt, meldet sich zu Wort.
Wenn ich dorthin ginge, dann wohl nur, um eine Bombe zu legen. Bomben und Morddrohungen. Im Schloss in Prinzendorf ist man einiges gewöhnt. Die Pressemeldungen werden akribisch gesammelt. Vor allem das Sechstagespiel hinterlässt seine Spuren. Wir haben doppelt so viel Presse gehabt wie die Salzburger Festspiele, haben sie damals gesagt. Wir haben wirklich von Indien bis, ich weiß nicht wohin, Rumänien, überall wurde darüber geschrieben. Es ist Rita Nitsch, die als starke Kraft an der Seite des Künstlers das Nitsch-Universum organisiert und steuert und viel zu seinem Erfolg beiträgt. Das Schloss Prinzendorf hatte im Jahr 1971 Nietzsches damalige Ehefrau Beate gekauft und dem Künstler für die Realisierung des Orgien-Mysterientheaters vermacht. Beate starb 1978 bei einem Autounfall. 10 Jahre später heiratet Nietzsche die rumänische Psychologin Rita Leitenbohr. Sie erklärt sich bereit, sich gemeinsam mit Nietzsche um das damals renovierungsbedürftige Schloss Prinzendorf zu kümmern. Es war kalt, es war zugig, die Fenster haben nicht geschlossen, es war voller Mäuse. Es war alles andere als wohnbar. Ja. Und so langsam, wir haben uns beide sehr viel Mühe gegeben, das doch originalgetreu zu restaurieren. Besondere Unterstützung erfährt Hermann Nitsch auch durch seinen Sohn Leo, den er gemeinsam mit Beate Nitsch adoptiert hatte. Leo ist auch sein Chefassistent. Questo mio figlio è il chefassistente. Vater. Das haben wir gut gemacht. Den Leo haben wir zu uns genommen. Und er ist eigentlich ein Zirkuskind. Das war nicht konfliktfrei, aber ich habe es auch als Kind damals, ja. Ich habe ihn manchmal wirklich gehasst, ja. Und das ist eben das Tolle. Wenn ich heute im Nachhinein gucke, deswegen liebe ich ihn dafür. Denn er hat mir ja letztendlich dann wirklich Weiten eröffnet, Sichtweiten. Er war bei vielen Aktionen in Deutschland dabei, war noch ganz jung, war 10, 12 Jahre und dann ist er immer älter geworden und war immer dabei, hat immer mitgemacht. Kennt alle technischen Belange. Ich bin sicherlich einer der wenigen, der von Anfang an so diese ganzen, von den 60er Jahren hoch zu, diese ganzen Aktionen mitbegleitet hat. Schon die Anfänge seiner künstlerischen Arbeit haben es in sich. Die Reaktionen auf Nietzsches Arbeit fallen seit den 1960er Jahren, die Zeit, in der Nietzsche mit Bruce, Schwarzkogler und Mühl als Wiener Aktionisten die Gesellschaft aufmischt, immer wieder heftig aus. Er ist im Krieg geboren worden und irgendwie passt es zu der Zeit, dass sein Unbewusstes auch gespeichert war mit, wenn man so will, blutigen Dingen. Und er hat auch das Blut als Sprachmittel oder als Ausdrucksmittel quasi in die Aktionen, wenn man jetzt alle 4 Aktionisten hernimmt, eingebracht. Also bei ihm ist das ein Hauptmotiv geworden. Schon der nackte Leib. Der nackte Leib kommt bei den anderen auch vor. Es gibt viele Dinge, wo es quasi Verwandtschaften gibt. Aber die deutliche Handschrift, wie es bei seinen Arbeiten zu lesen ist, die ist, wenn man so will, unikat da. Ja. Ich wollte Intensität und habe dadurch automatisch provoziert. Aber ich wollte nicht provozieren. Und ich habe damals schon so grundsätzlich auf die Gesellschaft geschissen, dass meine Arbeit eigentlich gerade deshalb nicht mehr gesellschaftskritisch intendiert war. Weit darüber hinaus. Nietzsche ist ein Kind seiner Zeit. Er wird verhaftet, kommt 3-mal ins Gefängnis, erhält Berufsverbot in Österreich und muss für 10 Jahre ins Exil nach Deutschland.
Wir sprechen von der Nachkriegszeit, wir sprechen von einem Wien, von einem Österreich, wo der Geist des Nationalsozialismus noch durchaus verhaftet war, in den Köpfen der Menschen, auch natürlich an den Kunstuniversitäten. Und dagegen gab es natürlich diese Rebellion, dieses Aufbrechen, besonders in Österreich. Natürlich hat es diese Kunstströmungen auch anderswo auf der Welt gegeben, aber in Österreich musste das so stattfinden, ganz bestimmt auch wegen des Nationalsozialismus und diesen Jahren und all dem, was passiert ist und auch dem Schweigen, ja, dem Schweigen danach. Und in diesem Schweigen ist ja der Aktionismus entstanden. In den frühen 1980er Jahren bekommen Künstler wie Hellenwein und Nietzsche mehr Öffentlichkeit. Hier als Diskussionsgäste beim Club 2. Die uns Gesindel nennen, das ist eine andere Sache. Und das werden wir Künstler auf uns nicht sitzen lassen. Sie haben jetzt zufällig oder absichtlich auf den Herrn Nimmerrichter gezeigt? Ja, absichtlich. Auf den Herrn Nimmerrichter. Soll ich es vorlesen, was er geschrieben hat? Haben Sie es da? Ja, ich habe es auch da. Aber ich glaube, er kennt es. Wahr ist nun leider, dass dergleichen Kunst in Österreich nicht nur geduldet, sondern auch noch mit Steuergeldern subventioniert wird. Man soll dem perversen Gesindel keine Gelegenheit geben, sich nach einem und so weiter. Ne? Wo sind wir denn? Herr Nimmerrichter, fühlen Sie sich angesprochen? Darf ich meinerseits etwas vorlesen? Ja, aber natürlich. Man hat Herrn Nietzsche, glaube ich, heißen Sie nicht, hat man eine ausführliche Gelegenheit, ich habe auch Ihren Namen nicht behalten, entschuldigen Sie. Es lohnt sich auch wahrscheinlich nicht. Herr Nimmerrichter, das ist ein bisschen unter der Gürtellinie. Was Sie für überflüssig halten, ist für mich unerheblich. Einerseits habe ich gelitten darunter. Andererseits hat es mich bestätigt. Und da waren große Leute, die man geschändet hat. Da war Bruckner, Klimt, Schiele, Kokoschka. Und ich spreche nicht nur von mir, ich spreche auch von meinen Kollegen. In vieler Hinsicht hat uns das bestätigt. Da haben wir gesagt, ja, uns geht's genauso. Und mir hat es eigentlich, diese ganzen Skandale haben mir eigentlich nur leid getan wegen meiner Mutter. Weil die hat ganz anders drunter gelitten als ich. Aber trotzdem hat sie eigentlich immer irgendwie zu mir gehalten. Nietzsches Mutter Helene kümmert sich rührend um ihren im August 1938 in den heraufdreuenden Weltkrieg in Wien geborenen Hermann. Als ich 4, 5 Jahre alt war, hat mein Vater Urlaub bekommen. Von Russland ist er zurückgekommen. Und ich kann mich erinnern, wie meine Mutter sich gefreut hat, als ihr Mann zurückgekommen ist. Und er war dann ungefähr 2 oder 3 Wochen da. Und es war eine ganz, ganz glückliche Zeit. Und ich glaube, nicht einmal ein Jahr später habe ich erfahren, oder wir erfahren, dass mein Vater gefallen ist. Und das war genau das Gegenteil von diesem Glück. Die Bombenangriffe während des Krieges verdunkeln zusätzlich das Leben des kleinen Hermann. Der anfängliche Musterschüler flüchtet sich im Laufe der Zeit immer mehr in seine Fantasie. Das Talent des späteren Künstlers zeigt sich schon in dieser Zeit und ist zukunftsweisend. Als Hermann Nietzsches Leistungen im Gymnasium stark nachlassen, meldet er sich an der Gebrauchsgrafikklasse der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien an, gemeinsam mit 300 anderen Schülerinnen und Schülern. Und sie haben nur 20 genommen. Und da war ich dabei. Und das hat mein Leben verändert. Und da habe ich mich dann nur, und vorher mich für Sport interessiert, wollte Radrennfahrer werden. Das war dann alles Gott sei Dank vorbei. Und ich habe mich nur für Malerei
interessiert. Und da ist das, und vor allem für die alten Meister und eben für die alten Kirchenmalerei der Großen. Und da ist dieser Gedanke geboren. Ich wollte Kirchenmaler werden und jetzt vielleicht ein Ausflug in die Zukunft. Ich bin es geworden, aber ohne Kirchen. Und wenn man sich meine Ausstellungen anschaut, ich gestalte jeden Raum in einen sakralen Raum um. Gottes Willen kein Bekenntnis zu einer Religion oder so. Also mich interessieren alle Religionen. Was die katholischen Symbole, oder das betrifft einen Kulturkreis, dem ich entstamme, aber ich habe nie die Absicht gehabt, wenn ich christliche Symbole verwendet habe, die Religion zu verhöhnen. Ich habe ihm was zitiert, was die gebrauchen. Nicht mehr, nicht weniger. Wir, die Kirche, sind für gewisse Ausdrücke, Kunstausdrücke, ob das jetzt eine Monstranz ist oder ob das eine Prozession ist, ob das ein Messgewand ist, wir sind darin Eigentümer. Geistige Eigentümer, und man kann nicht einfach das geistig gewachsene Eigentum einer Religion dann in irgendwelche unpassenden Zusammenhänge bringen. Ein Vorwurf, der an Nietzsche abprallt. Eines der Herzstücke des Schlosses ist die Kapelle mit ihrer beeindruckenden assoziativen Sammlung von religiösen Gegenständen, Relikten und Aktionsbildern. Ich habe mich sehr viel immer mit Opfervorgängen beschäftigt, weil die sinnlich sehr, sehr intensiv waren. Und dabei dieses Rinnen der Farbe war ganz wichtig. Und dieses Rinnen der Farbe haben sie auch bei der Passion Christi. Ich habe mich dann immer wieder bezogen auf die alten Meister, die Kreuzigungen dargestellt haben. Und da ist eben jetzt keine Figur da. Das Rinnen an sich wurde gezeigt. Und evoziert eben damit eine Kreuzigung. Das Spiel mit dem Unbewussten beherrscht Nietzsche zur Perfektion. Er inszeniert die über Mythen tradierten tiefen Konflikte der Menschheit. Auch deshalb ruft seine Kunst so starke Reaktionen hervor. Die Mythen sind Kollektivträume der Menschheit vergleichbar. Und ich würde schon sagen, die kommen aus dem kollektiven Unbewussten und sind in diesem Sinne in uns vorbereitet. Ist ja so, eine religiöse Figur, wenn die nicht innerpsychisch vorbereitet ist, hat keine Wirkung. Auch irgendwelche schlimme Politiker könnten nie allein aus sich heraus existieren, wenn sie nicht im Kollektiv eines Volkes vorbereitet gewesen wären. Wenn der Hitler nicht all dieses scheißliche Gedankengut vorgefunden hätte, hätte es auch nicht aktivieren können.
Tagespolitik interessiert Nietzsche dezidiert nicht. Er hebt kurzerhand den kollektiven Symbolschatz. In Österreich stößt er damit auf Widerstand. Eine Professur wird ihm hier verwehrt. Er muss erst an die renommierte Städelschule in Frankfurt gerufen werden, um sein Wissen weiterzugeben. Später auch an der Sommerakademie in Salzburg. Ich sage das immer wieder, auch meinen Schülern, wenn ich diese Art von Malerei erkläre. Es ist nicht der Farbklang, also schönes Rosa, Violett oder Gelb, ist wichtig, sondern die Farbsubstanz, die Materie der Farbe. Das ist das Wesen dieser Aktionsmalerei, die dann eben in mein Theater hineinführt, wo dann eben auch Fleisch, Gedärme und Blut verwendet werden. Wie ich älter wurde, haben wir gedacht, man könnte eigentlich beides machen. Man könnte den Farbklang wieder einsetzen und die Materie der Farbe trotzdem veranschaulichen. Und das war ungefähr so 84, da habe ich wirklich begonnen, wieder alle Farben einzusetzen, aber trotzdem pastos und sinnlich effektiv jetzt nun in allen Richtungen. Mit seiner Kunst erobert Nietzsche Museen und Galerien weltweit. Der Künstler kehrt regelmäßig nach London zurück, an den Ort, an dem er erstmals im Jahr 1966 im Ausland auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Wiener Aktionisten waren damals zum Destruction in Art Festival eingeladen worden. Das hat der Dichter Jandl bewirkt. Der hat hier sehr viel Erfolg gehabt in London und der hat sich für uns stark gemacht. Und weil ja unsere Arbeit in dieses Programm gepasst hat. Und meine Kollegen haben große Erfolge gehabt mit ihren Aktivitäten. Und ich habe eine große, schöne Aktion machen können, die dann von der Polizei geschlossen worden ist. Aber es war, ich würde sagen, es war ein schöner, nützlicher Skandal. Der Vorwurf, Hermann Nietzsche würde bewusst Tabus brechen, um Skandale damit als Kalkül hervorzurufen, ist seit den 1960er Jahren eine Konstante in der Diskussion über sein Werk. Es geht gar nicht anders. Sie bringen die Menschen mit etwas in Kontakt, das sie ihr Leben lang in Verdrängung halten wollen. Und das ist ihr gutes Recht. Es kann niemand ununterbrochen mit der Möglichkeit seiner Verletzung herumrennen. Und letzten Endes mit der Möglichkeit seines Todes. Wir leben doch auf den Tod hin, indem wir ihn ununterbrochen verleugnen, trotz aller Bemühungen der Religionen, uns damit zu versöhnen. Und daher brechen sie eins der gewaltigsten Tabus. Aggression, Destruktion und Tod wird von ihnen konkret dargestellt. Aber ja, das muss Reaktionen auslösen. Ich verstehe also jeden, der empört ist. Ich habe das Gefühl, dass heute oft in der Kultur nur mehr der Protest als die einzige Form der Kreativität angesehen wird. Mit seinen Tabubrüchen trifft Nietzsche jedenfalls einen weltumspannenden Nerv und findet eine breite Anhängerschaft, ob in Berlin, in den USA, in China oder auch in Australien. Mit teils skurrilen Nebenwirkungen. Bei der Biennale in Sydney lief so viel Blut zwischen den Brettern der Docks ins Wasser, dass es Hai-Alarm gab. Ich bin ein Kosmopolit. Ich habe entweder gar keine Heimat oder alles ist meine Heimat. Und auch bin ich ein Lokalpatriot. Ein Wunsch von mir ist, ich möchte gern der Kaiser des Weinviertels werden.
Tatsächlich, bei seinen traditionellen Pfingstfesten, die seit 1973 jedes Jahr im Schloss Prinzendorf stattfinden, mutet es fast so an, als würde ein Kaiser das Volk zur Audienz bitten. Und dieses strömt herbei und verbringt hier einen genussvollen Tag. Mit einem Besuch der Ausstellungen im Schloss, mit einem Treffen mit dem Künstler selbst und natürlich mit der gemeinsamen Wanderung über die Felder und Weinberge. Die Landschaft des Weinviertels prägt Nietzsch und dennoch wächst in seinem Inneren schon in der Jugend eine tiefe Sehnsucht nach dem Süden. Später habe ich dann meine ersten Reisen nach Italien gemacht und da hat es nicht die geringsten Aussichten gegeben, dass meine Arbeit oder mir gezeigt wird oder gar gekauft wird. Und da haben wir eben sehr gewünscht, meine Italien auszustellen und in Italien was zu machen. Dieser Wunsch geht in Erfüllung. Italien ist inzwischen so etwas wie eine zweite Heimat für Hermann Nietzsch geworden. In Neapel darf der Künstler stolz auf ein eigenes Museum sein. Das Museo Nietzsch, das der Kunstsammler Peppe Morra seinem Meister errichtet hat. Nietzsche ist zeitlos. Nietzsche ist ein Künstler der Zukunft. Im Bereich der Wissenschaft des Bewusstseins. Ja, der Kosmologie. Es ist außergewöhnlich, wenn es dir erst bewusst wird. Ich frage Nietzsche, aber was machst du eigentlich? Und er sagt, ich lese die Geschichte des Menschen. Della storia dell'umano. So kehren wir immer zum selben Thema zurück, solange der Mensch diese Möglichkeit hat, Schönheit durch Sinneswahrnehmungen zu erfahren. Nietzsche ist der avantgardistischste Künstler der Welt. Nietzsche ist der Künstler più avanguardista del mondo. Das schwung- und lustvolle Ambiente in Italien ist das ideale Biotop für Nietzsche und seine Kunst. Sein Hauptschaffensort in Italien liegt weiter nördlich. Das Städtchen Asolo in der Nähe von Venedig ist ein wichtiger Inspirations- und Schaffensort. Nietzsch oft und gern gesehener Gast. Nietzsche verbringt sehr viel Zeit hier. Er genießt seit den 1970er Jahren die Stille und immer wieder Geselligkeit und Kulinarik. Der junge Nietzsche wurde damals mit Günter Brus und vielen anderen Künstlern des Wiener Aktionismus und der Fluxusbewegung von Sammler Francesco Conz nach Asolo eingeladen. Sie konnten dort ihre ersten Werke verkaufen. Bis heute hält das Ehepaar Nietzsche dem Ort die Treue und hat sich eine kleine Oase geschaffen. Diese Umgebungen, sowohl das Weinviertel als auch hier Asolo, dieses Umfeld hat natürlich meine Arbeit geprägt und gefördert und in eine Richtung gebracht. Und zum Beispiel das Wort Dionysisch ist jetzt angebracht. Das Weinviertel ist eine dionysische Gegend und wie man sieht, diese erst recht. Es gibt eine grundsätzliche Frage in der Philosophie, warum
ist überhaupt etwas? Warum ist nicht viel mehr nichts? Aber dieses Ist gibt es, das ist das Sein, das ist die Schöpfung und darin ist alles enthalten, was es gibt und was ist. Hier in Asolo gewährt Hermann Nitsch einen der seltenen Einblicke in sein privates Umfeld und in sein Alltagsleben. Gegen eine Unterscheidung des Kunst- und Privatlebens wehrt er sich vehement. Kunst ist ein Verdichtungsprozess des Lebensvollzugs. Wenn ein Künstler ehrlich ist, na ja, dann empfindet das ganze Leben als Kunst. Diesen Gedanken spiegelt das ganze Haus wider. Ein Aufenthalt in Asolo, ganz ohne zu arbeiten, ist für den Vielschöpfer undenkbar. Hier konzentriert er sich auf Grafiken und komponiert seine Musik. Ein ganz eigenes Universum. Also, pass auf. Da ist zum Beispiel ein ganzer Orchesterkomplex. Die Instrumente sind exakt angegeben. Und da steht dann drüber Fis-Moll. Und so muss es auch gespielt werden. Langgezogene Töne. Und viele Komplexe mit langgezogenen Tönen sind tonal nicht fixiert. Nitsch entwickelt schon früh für seine Musik eine spezielle Notation auf Millimeterpapier. Auf jeder Seite sind 3 Minuten abgebildet. Ich höre das. Da dröhnt's ganz gewaltig. Nitschs Beschäftigung geht über die Musik selbst hinaus. Im Sinne seines Gesamtkunstwerkes interessiert ihn auch das Musiktheater. Mit seinen monumentalen Bühnenbildern und Ausstattungen erobert er die Bühnen des Festspielhauses in St. Pölten und jene der Oper in Zürich. Und nicht zuletzt mit der Ausstattung zur Herodiade von Massenet, die Wiener Staatsoper. Eine weitere Institution an der Wiener Ringstraße wird Schauplatz der Nietzschen Kunst. Mit der 122. Aktion bespielt er im Jahr 2005 das Wiener Burgtheater und kommt endgültig im Establishment an. Zeitgleiche Aktionen finden in den verschiedenen Räumlichkeiten des Burgtheaters statt. Ausführender Regisseur, auch hier Nietzschs Sohn Leo. Jeder Regisseur wird die Partituren auslegen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich den Meister direkt habe. Ja? Und ich muss mir während der Aktion noch genügend Schläge, Nackenschläge, du sollst ja, mehr. Und ja, das muss ich mir dann anhören, sodass ich manchmal so einen Hals habe. Aber ich mache das gerne, weil er natürlich wirklich der Visionär ist. Und wenn er hinterher sagt, das ist gut so gewesen, dann war es gut. Und deswegen, sein Lob ist für mich das Wichtigste. Allen Skeptikern und oft heftigen Gegenstimmen zum Trotz, der Erfolg seiner Kunst ist unbestritten. Das Jahr 2005 wird zum Nietzsche-Jahr. Und nun wird ihm auch in Österreich die späte Anerkennung zuteil und dem Professor der große österreichische Staatspreis verliehen. In Mistelbach in Niederösterreich wird 2007 das Nitsch-Museum vom damaligen Direktor Wolfgang Denk eröffnet.
Jährlich werden hier unter dem wachsamen Auge des Meisters Ausstellungen konzipiert und inszeniert. Um die Katalogisierung und Verbreitung des umfangreichen Werkes kümmert sich seit dem Jahr 2009 die Nitsch Foundation. Initiator der Institution, der heutige künstlerische Leiter des Nitsch Museums Mistelbach. Ich habe mir ein Konstrukt überlegt, dass man erstmals zu Lebzeiten eines Künstlers eine Foundation gründet. Ich habe mir gedacht, warum gibt es das immer nach dem Ableben von Künstlern, wo dann das Archivmaterial aufgearbeitet wird, Publikationen gemacht werden, ein ganz professionelles Management gelebt wird, warum nicht zu Lebzeiten mit dem Künstler? Und so war dann der doch wesentliche Schritt in diese ganz enge Zusammenarbeit in Form dieser Nitsch Foundation gegeben. Das Interesse an seinem Werk ist ungebrochen. Eine Schattenseite des Erfolges, eine sechsstellige Strafe für Steuervergehen für Nitschs Ehefrau Rita. Er ist gern der Mittelpunkt einer Anhängerschaft. Er hat gern Leute, die was von Kunst verstehen und seine Arbeit auch schätzen, also zum Beispiel. Aber er hat auch gerne Freunde, mit denen er isst und trinkt und zusammenlebt. Ja? Also er hat so einen mehrfachen Trieb, in einem großen Verband sich wohlzufühlen. Und wenn er den noch dazu steuern kann oder, wenn man so will, vorbereiten. Und wo auch immer ist, wird in einer Gruppe gegessen und getrunken. Und das ist eine tolle Qualität. Ganz Schloss Prinzendorf strahlt ein großes Anliegen aus: das Nitsch-Universum direkt am Ort des Entstehens erlebbar zu machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass meine Aktion, mein Aktionstheater, wenn Leute gefunden werden, die das realisieren wollen, dass in 1000 Jahren auch noch mal